Herzlich willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir stellen euch heute die mobile Anwendung von fußball.de vor. Und auf fußball.de erhaltet ihr aktuelle Nachrichten rund um Fußball. Und mit dieser mobilen Anwendung kann man auch von unterwegs immer auf dem neuesten Stand bleiben. Heute zum Beispiel stehen jetzt zwei große Fußballspiele an und entsprechend gibt es hier auch einige Artikel auf der Startseite. Und wir wollen euch mal zeigen, wie solch ein Artikel aussieht. Dafür müsst ihr einfach auf dieses Bild klicken, auf den Titel, je nachdem. Und dann bekommt ihr schon die näheren Informationen, wie zum Beispiel die Nachrichten hier in Textform angezeigt. Mit dabei sind häufig auch noch Bilder und weitere Dinge, zum Beispiel manchmal sind Zitate mit dabei, aber hauptsächlich Bilder oder auch so Live-Ticker-Inhalte, da zeigen wir euch gleich noch ein bisschen was zu. Es gibt dann hier oben noch die Verknüpfung zu More, also zu weiteren Themen. Dort gibt es sowas wie Einstellungen, Community-Login oder auch die Verknüpfung zum Impressum. Aber es gibt auch noch ein paar mehr Möglichkeiten. Neben den vielen News auf der Startseite kann man zum Beispiel im nächsten Reiter gleich Ergebnisse betrachten. Und da gibt es natürlich eine ziemlich große Auswahl. Fußball gibt es viele Ligen, wie zum Beispiel die Bundesliga, zweite und dritte Liga, Amateure, aber auch solche Ligen wie die Champions League ist mit dabei oder der DFB-Pokal. Und da klicken wir auch einfach mal drauf. Entsprechend gibt es dann hier gleich ein paar weitere Reiter angezeigt. Das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, was das jetzt letztendlich ist, also ob es Finalrunden gibt etc. Und so bekommt man dann hier die Details angezeigt und diese kann man auch nochmal öffnen, wenn man dann letztendlich darauf klickt. Hier zum Beispiel erhaltet ihr dann gleich ein paar Informationen darüber. Man sieht hier Tore, Kartenvergebung, Einwechslungen und Favoriten werden ebenfalls angezeigt. Es gibt aber noch ein paar Möglichkeiten, diese Anwendung ein wenig zu personalisieren. Zum Beispiel kann man sich in die Meine Spiele oder Mein Verein-Liste entsprechende Vereine hinzufügen. Das funktioniert eigentlich ziemlich einfach. Zum Beispiel bei den Vereinen kann man hier gleich wählen und dann letztendlich hier einen Verein suchen. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal irgendeinen und den kann man dann hier auch hinzufügen und dann wird man halt immer ein bisschen schneller weitergeleitet zu den Informationen etc. Hier wird jetzt zum Beispiel das angezeigt und dann landet ihr hier auf der Detailseite. Da der Verein hier nicht so bekannt ist, gibt es nicht so viele Nachrichten, aber ansonsten bekommt man dann hier die ganzen Details angezeigt, die Mannschaften zum Beispiel und so weiter. Es gibt dann zu guter Letzt noch einen Live-Ticker. Das ist natürlich wunderbar, wenn man unterwegs ist und gerade nicht irgendwie zu Hause Fußball schauen kann, kann man sich hier den Live-Ticker öffnen. Heute ja Bayern gegen Manchester United und da kann man dann entsprechend draufklicken. Und dort würden sich dann, wenn das Spiel gleich startet, einige Informationen öffnen und letztendlich bekommt man dann dort ein paar Details angezeigt. Insgesamt eine schöne Anwendung, mit der man auf dem Laufenden bleibt rund um Fußball und das auch von unterwegs. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao!